Am Sonntag war ja Tag der Deutschen Einheit. Und das ist ein Feiertag, der nun seit 31 Jahren offiziell gefeiert wird. Und das heißt, dass die Teilung zwischen Ost und West doch eigentlich nicht mehr bestehen sollte, oder? Wir haben mal nachgefragt. Also die Teilung, die ist höchstens noch in den Köpfen, vielleicht auch in den Herzen. Aber ansonsten, wir waren ja auch schon in den neuen Bundesländern in Urlaub und ich finde die schon gelungen, halt in der Voraussetzung von der Geschichte, die wir haben. Das war halt auch ein schweres Erbe. Ich selber wenig, aber es gibt manche, die teilen immer noch in Ostdeutschland und in Westdeutschland. Aber eigentlich sollte es ja ein Deutschland sein und wir sind doch ein Deutschland. Also für mich ist das ganz normal. Ich habe bis vor 30 Jahren in der DDR gelebt und bin hier rübergekommen, weil ich keine Arbeit hatte, ganz einfach. Ich persönlich spüre sie nicht mehr so. Und ich kann die Einteilung zwischen Ossi und Wessi nicht verstehen. Aber meine Kollegen und Freunde in der ehemaligen DDR wurden auch sehr benachteiligt in der Wende. Die spüren es noch, leider. Aber trotzdem ist es ein glücklicher Tag und man muss ganz, ganz toll froh sein, dass es diesen Tag gibt. Das ist meine Meinung. Ich finde, Deutschland ist mittlerweile eins. Natürlich sieht man die Unterschiede noch, gerade auch was den Lohn angeht, aber so richtig spüren würde ich jetzt gerade hier nicht sagen. Ja, ich persönlich spüre es nicht, aber ich glaube nicht, dass das schon alles so komplett durch ist. Nö, ich meine, ich weiß natürlich, dass da noch ein Spalt da ist, klar. Ich meine, andere Gehälter, aber ich meine, wir sind jetzt seit 31 Jahren vereint und das sollte eigentlich gut sein. Ja, natürlich. Wir sind aus der anderen Seite, also vorne aus dem Osten. Und wie gesagt, nach wie vor gibt es ja in den Köpfen diese Trennung zwischen Ost und West. Also ich spüre das nicht mehr. Ich bin 1975 geboren, kenne also noch die deutsche Teilung, würde aber sagen, jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Also ich merke keinen Unterschied. Ich kenne auch viele Leute von drüben, sage ich mal, aber einen Unterschied merke ich keinen mehr. Also ich könnte es jetzt nicht sagen. Also wir haben damit keine Berührungspunkte. Also ich finde es nicht. Naja, es gibt eine deutsche Einheit mittlerweile, aber sie ist nicht vollzogen. Ich habe beim Tag der Deutschen Einheit und übrigens gestern auch wieder vorm Fernseher, habe ich Tränen vergossen, weil ich mich gefreut habe über diese Einheit. Ich hatte aber von vornherein, anders als viele andere gesagt, das dauert mindestens eine Generation, bis wir wirklich vereint sind in Ansichten, im Lebensstandard, im Verbrauch, in dem, was wir uns leisten können, was wir uns leisten wollen und natürlich auch in den politischen Ansichten. Ja, wie wir gesehen haben, gibt es immer noch geteilte Meinungen, geteilte Ansichten. Auch nach 30 Jahren spürt man im Osten scheinbar mehr, im Westen weniger. Also ich bin froh, dass ich die Teilung nicht mehr mitbekommen habe, aber ich hoffe, dass die letzten Rückstände bald auch beiseite geschaffen werden.